Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider und das am 13.10.2018. Ja, heute nehmen wir uns zumindest die ganzen Nebenmissionen vor und ich habe erstmal bis hierhin kurz gespielt und hier machen wir jetzt auch weiter. Pakal, Taruka ist unschuldig. Schumaks Frau Kshoko hat ihn getötet. Ich habe das Messer gefunden. Verhaftet sie! Kshoko war nicht auf dem Markt. Sie hat gewartet, bis Taruka und Akna weg waren und hat Schumak dann mit dem Messer erstochen. Das stimmt nicht! Schumak ist da hinten gestorben. Kshoko hat seine Leiche verschoben, damit Taruka sie findet. Du lügst! Dann hat sie das Tor zugeschlagen, damit Taruka aufmerksam wird. Sie hat Akna befohlen, das Messer zu verstecken und anschließend Taruka den Mord angehängt. Ruhe! Du kommst auch noch dran! Bitte nimm dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Haben wir absolviert. Und jetzt? Befreien wir mal. Taruka, du bist frei. Danke, Ao. Es gibt Gerechtigkeit. Manchmal. So, Mission abgeschlossen. Nice. Okay, So, was machen wir denn als nächstes? Dopti-dopti-doi. Schatztruhe. Schauen wir mal, was wir als nächstes jetzt tun. Ah, wir haben noch eine Outfit. Herstellung. So, das nächste erledige ich jetzt. Ich will da runter. Ist es etwa wirklich da unten? Ja, dort unten. Ne, warum ich das Ganze mit den Prozenten mache, weil ich mir erhoffe, was freizuschalten. Naja, wo ich dann auch nochmal was zeigen kann. Wäre schon cool. Erledigen wir das mal. Da ist das also. Ja, das nehme ich mir vor. Vater, Vater, komm schnell! Die Ichik! Was willst du? Wir haben jetzt keine Zeit für Onoratus Rebellion. Bist du Kabil? Uchu schickt mich wegen des Königs. Des Königshorns? Den Ruf an die Zukunft? Sieh doch, was die Zukunft meiner Gegenwart gebracht hat. Geh einfach. Der Kult fand heraus, dass Vater das Horn macht und hat zur Strafe die Pflanzen vergiftet. Mama wurde krank. Mein Bruder Quali sollte auf dem Markt Kräuter holen, aber er ist noch nicht zurück. Das ist furchtbar. Ich versuche, deinen Bruder zu finden und die Kräuter zu besorgen, die du brauchst. Danke. Es ist dafür das Königshorn. Okay. Das von Quali schon? Nein, was ist denn? Verzeihung. Ah, Ishik, wie kann ich dir helfen? Ich suche Quali, den Sohn von Kabil. Oh, der arme Junge. Chimai, einer von Kukulkans Männern, hält ihn oben am Markt in einer Zelle fest. Jetzt wartet er auf den Ao wegen der Strafe. Danke. Alles Gute, Ishik. Gut, es ist nur noch mehr. Das ist dort oben, ne? Ja, ich bin irgendwie im Moment so ein bisschen verschnupft. Ich weiß auch nicht warum. Halt wieder so eine Jahreszeit, wo ich mir denke, einfach mal eklig. Alles überhaupt hier?
Nee, das war doch niemals hier. Ist doch viel mehr dort oben. Und sieht mal. Ich hatte heute schon vor, so die 95% anzukratzen. Ja doch, das hatte ich heute vor. Wie tun mir diese ganzen Leute echt mega leid. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie so hat man da mal schon ein bisschen Mitgefühl. Ein Kräuterdieb. Ist bestimmt sehr gefährlich. Heute ein Diebstahl, morgen ist es ein Mord. Ein großer Sprung, findest du nicht? Willst du wirklich wissen, was ich denke? Wir sollten die kleinen Ratten alle zusammentreiben und ertränken. Jeder einzelne. Vor allem Jumil. Sein Vater mag eine Schlangenwache sein, aber er nicht. Noch mehr Infos. Sag mal, wohin soll das Ganze überhaupt führen? Los, jetzt triff es! Daneben. Hallo. Hey, du bist Ishik von den Fremden, stimmt's? Ja, freut mich, dich zu treffen. Wow, cool. Ich bin Jamil. Was ist denn das für ein Spiel, Jungs? Es ist kein Spiel. Mein Vater ist eine Schlangenwache, ein Priester. Ich habe sein Messer genommen, um es meinen Freunden zu zeigen. Und Jimai hat's gesehen. Jimai weiß, was mein Vater mit mir machen würde und hat das Messer darauf geworfen. Er steckt fest. Oh, vielleicht kann ich was tun. Wow, wirklich? Danke. Ich besorge schon. Nur die Ruhe. Nur die Ruhe liegt in der Kraft. Danke, Ishik. Gern geschehen. Hey, Moment mal. Die Erwachsenen hier verjagen uns immer. Du hast uns geholfen. Was willst du? Ruhe, ich rede mit ihr. Gut. Was willst du, Ishik? Also, können wir zum Dank irgendwas für dich tun? Ich möchte Kuali helfen. Du kommst zu spät. Er wurde zum Tode verurteilt. Wir können nichts tun. Und Chimaye, die Wache, hasst dich. Würde Chimaye dich verfolgen, wenn du ihn ärgerst? Warum? Wenn er nicht auf seinem Posten ist, kann ich zu Kuali. Klar, das ist gut. Oh, sag Kuali, wir treffen uns in der Höhle. Er weiß, wo das ist. Dort ist es sicher für ihn. Mach ich. Gehen wir. Asto, Raimi, mir nach. Samin, du deckst uns. Und danach zur Höhle. Zurück, Ishik. Wir machen dir den Weg frei. Chimai, du Feigling. Du wirst als Sklave enden. Spüre meine Klinge. Ja, und Lama-Köttel sind köstlich. Lauf, lauf! Okay, was bringt mir das jetzt? Bitte, es waren nur Kräuter. Bitte, ich aber... Dein Bruder hat mir von dir erzählt. Wer bist du denn? Jemand, der helfen will. Ich habe das alles doch nicht gewollt. Ich wollte nur, dass meine Mutter wieder gesund wird. Wo sind die Kräuter? Gib sie mir. Ich heile deine Mutter. Geh, deine Freunde warten in der Höhle auf dich. Danke. Hier sind die Kräuter. Ich renne so schnell ich kann. Renn mal.
Und nichts wie schnell dorthin. Du darfst nie hinaus in die Wildnis gehen, verstehst du das? Sagte ich nicht, du sollst gehen? Quali ist sicher und ich habe die Kräuter für deine Frau. Wirklich? Und willst du sie damit heilen oder um das Königshorn feilschen? Hier, die helfen dir. Sei gesegnet, Ishik. Kabil, du benimmst dich furchtbar. Gib ihr das Horn. Hier, mit Respekt für den künftigen König. Danke für einfach alles. Danke. Das Königshorn. So. Was ist das da hinten? Das interessiert mich jetzt gerade mal wirklich. Gehen wir doch mal hin. Ach Gott, jetzt soll ich hier wieder rumschwimmen. Bin doch noch lange hier nicht fertig. Nee. Dauert noch eine Weile. Na, ich habe jetzt das Horn und dann können wir nämlich auch in die Schädelhöhle. Oder war das nicht so? Ja, hier. Du bist als Erste zurück. Jonas Geschichten über dich sind wahr. Das Königshorn, wie gewünscht. Hat Kabil dir Ärger gemacht? Du hattest recht mit seiner Frau. Sie weiß wirklich, wie man mit ihm umgeht. Danke hierfür, Lara. Gerne. Uchu, was meintest du damit, ich wäre als Erste zurück? Die Männer, die anderen Dinge holen sollten, sind vor 3 Tagen aufgebrochen. Und noch nicht zurück. Glaubst du, ihnen ist was zugestoßen? Quenti macht mir die meisten Sorgen. Er ist jung, risikofreudig. Springt ins Wasser, ohne vorher zu prüfen, wie tief es ist. Den Typ kenne ich. Jonah. Jonah hat recht. Das beschreibt Quenti perfekt. Ich hätte Quenti nie zu dem verdammten Ort schicken sollen. Zu welchem Ort? Der alten Zisterne. Dort werden Mankos Überreste vor dem Kult versteckt. Wer ist Manko? Der Bauer, der die Vorfahren von Zairi und Amaru vor Jahrhunderten aus Cusco in Sicherheit geführt hat. Wir nennen ihn den Bauernretter. Wir brauchen sein Amulett für die Krönung. Warum wurde Manko versteckt? Mankos Anhänger sind bekannt als der Orden des Bauernretters. Daraus entstand diese Rebellion. Als der Kult von Kukulkan die Macht übernahm, wollte er den Orden vernichten. Manko wurde an einen geheimen Ort gebracht und bewacht. Aber mit dem Niedergang des Ordens schwand auch die Erinnerung an diesen Ort. Wenn du willst, könnte ich nach Quenti suchen. Du hast schon viel getan. Das Königshorn zurückzubringen war eine große Geste der Freundschaft. Es ist wirklich kein Problem. Vielleicht zeigt Quenti mir die besten Klippen zum Springen. Bitte ermutige ihn nicht. Der Eingang zur Zisterne ist eine Höhle über dem weißen Baum. Folge der Spur, sie wird dich hinführen. Wurden wieder Rebellen gefangen genommen?
Ishik, vielleicht kannst du helfen. Ich habe 5 Männer geschickt, um Waffen für die Rebellion zu stehlen. Aber die Mission ist gescheitert. Früher hätte ich sie selbst angeführt. Aber ich kann nicht mehr kämpfen. Nicht mal mehr laufen. Sonst huste ich wieder Blut. Aber ich kann immer noch gut planen. Zumindest bis heute. Meine Kameraden hängen jetzt in der Unterstadt an Pfählen als Warnung. Und das werden sie, bis sie sterben. Nicht solange ich da bin. Ja. Mit der Schlangenwachenkleidung kannst du alle 4 losbinden und niemand verdächtigt dich. 4? Waren bei der Mission nicht 5 Mann dabei? Doch, Kolki führte sie an, aber er wurde nicht gefangen genommen. Niemand hat ihn gesehen. Wahrscheinlich ist er tot. Mal sehen, was ich tun kann. Ja, mal sehen. Rebellion in Not. Hier? Was? 4 solche Gebiete? Okay. Machen wir mal die Gebiete. Vergeudest deine Zeit. Ich werde gar nichts sagen. Ich bin nicht hier, um dich zu verhören. Ich werde dich befreien. Bestechung? Verrat wäre viel schlimmer als der Tod. Das sehe ich auch so. Danke, mein Freund. Geh, ich folge dir nicht. Du und deine Freunde sind sicher. Nein, der Kult hat uns erwartet. Ein Spion hat die Rebellion infiltriert. Sag mal, war hier nicht noch einer? Okay, dann muss ich wohl dorthin nehmen. Bila Witch!